Es können sogar Männer montieren. Es ist durchaus möglich, in Deutschland auch so ein Produkt zu produzieren. So, moin Leute, der Marc zurück mit einem neuen Video und einem ziemlich coolen Produkt. Wir haben nämlich eine neue Partnerschaft für euch gemacht und das ist mega interessant. Ihr kennt wahrscheinlich alle noch die Sturmleine vom Gurtshop. Die verlinke ich euch hier auch nochmal. Ziemlich cooles Produkt und mit genau dem Partner haben wir jetzt was Neues gemacht. Und ja, bleibt mal dran, es wird nämlich spannend und da sind für euch echt ein paar satte Rabatties drin. Genau, so der ein oder andere von euch hat die Dinger schon bestellt. Die Sturmleine ist ja zum Abspannen der Markise. Das ist ein mega cooles Produkt und glaube ich viel mehr als alle anderen Sturmleinen und Abspanngurte, die es da draußen gibt. Unter anderem hier mit so einer Sicherheitsgurtfunktion. Ja, für den Fall des Falles, dass es dann doch mal stürmisch wird an der Nordsee, kannst du im Zweifel schnell mal die Leinen losmachen. Und ja, es ist halt irgendwie keine Feder eingebaut, sondern es ist ja alles im Gewebe. Also wirklich ein mega praktisches Ding. Du kannst es hier oben einspannen oder an der Kederleiste verwenden. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Teil. Das haben wir euch schon präsentiert und das gibt es natürlich nach wie vor. Ich verlinke euch das Produkt hier. Heute aber haben wir ein neues Produkt, das ich euch gerne zeigen würde. Und das ist der, ich mache das nachher. Den Keeper gibt es allerdings jetzt nicht, muss man mal zugeben, das ist jetzt keine Erfindung von uns, sondern den Keeper gibt es tatsächlich schon eine ganze Weile und zwar seit genau 10 Jahren. 10 Jahre, da wird der ein oder andere von euch wahrscheinlich sagen, da war ich ja noch gar nicht auf der Welt. So, was ist der Keeper? Der Keeper ist im Prinzip sowas wie ein, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Sicherheitsnetz, ein Netz, in dem du quasi Produkte aufbewahren kannst und so ein Stauraumthema einfach lösen kannst. Der Keeper ist also ein fest eingespanntes Netz. Ich zeige euch das mal anhand von dem hier am besten. Könnt ihr auch gleich sehen, was da so alles mit im Karton drin ist. So, und das Wichtigste ist erstmal dieses Netz hier. Die gibt es in unterschiedlichen Größen, in S, M, L und XL, meine ich, und vielleicht sogar XXL. Lass mal gucken. Was ist das? Das Mesh-Material, würde ich sagen. Das kennt man, glaube ich, so von modernen Schreibtischstühlen. Da wird sowas auch verwendet. Da kommt der Gurtshop übrigens auch her. Also die Firma Ratgeber, die machen nämlich genau diese Materialien, diese Mesh-Gewebe für Automobilsitze, für Schreibtische und all solche Sachen. So, und dieses Ding ist natürlich dabei eben in unterschiedlichen Größen und Befestigungsmaterial. Das funktioniert dann so, dass du das Befestigungsmaterial mit den beiliegenden Schrauben einfach festmachst. Da gibt es auch eine Schablone dazu, quasi eine Bohrschablone. Jetzt geht es wieder los. Eine Bohrschablone, anhand der du genau weißt, wo du die Bohrungen setzen musst. Und dann wird das Ding dazwischen gespannt und das ist erstmal erstaunlich straff. Wird dazwischen gespannt und dann kannst du da deine Klamotten unterbringen. Also Zeug unterbringen, was auch immer du da unterbringen möchtest. Wie gesagt, dazu gibt es diese Leisten, die werden also quasi an deinen Schrank oder an deinen Möbel, wohin du das Ding auch immer haben möchtest, werden diese Leisten angeschraubt mit 3 Schrauben und dann kannst du hier schon sehen, gibt es so Pinöpsel, wo dieses Ding dann hinterher eingeklipst wird. So, und das hängt dann schon so ein bisschen selber fest, da sind so kleine Nasen und dann hängt sich das da so rein, klicks. Und dann sitzt das da ultra stabil drin und damit das nicht so aussieht, ist natürlich hinterher auch noch eine Blende da, die klipst du da einfach drüber und dann sieht das Ganze ordentlich aus. Nee, der Keeper ist meiner Meinung nach ein ziemlich cooles Produkt, gehört in jedes Fahrzeug und ist viel, viel besser als diese ganzen anderen Plastikdinger, die es da so gibt. Ist ein Produkt, das in Deutschland hergestellt wird, finde ich auch immer ganz wichtig und zwar komplett, also sowohl das Gewebe als auch die Kunststoffteile, das wird alles in Deutschland hergestellt. Wie das genau funktioniert, das gucken wir uns gleich nämlich nochmal an, denn ich war da bei der Firma Ratgeber Gurtshop und habe mir das alles angeguckt. Ich habe auch mit dem Wilfried gesprochen, der ist dort Vertriebsleiter und mit dem zusammen haben wir auch diese Aktion für euch ausgefummelt. So, wie sieht es jetzt aus? Ihr habt es euch fast schon gedacht, den Keeper gibt es inzwischen seit 10 Jahren und deshalb kriegt ihr
als Abonnenten dieses Kanals auch 10% Rabatt auf den Keeper. Den Rabattcode blende ich euch hier ein und die unterschiedlichen Varianten seht ihr dann dort auf der Webseite. Ihr bekommt 10% Rabatt auf den Keeper. Ja, und ich würde sagen, ich werde meine Keeper jetzt hier erstmal anbringen im Fahrzeug und wer Lust hat, kann sich nach dem Anbringen nämlich hinterher mit mir zusammen nochmal das Unternehmen Ratgeber oder den Sturmleinen- und Gurtshop Ratgeber genauer anschauen. Hallo, Marc, grüß dich. Schön, danke erstmal für die Einladung. Ja, sehr danke, gerne. Danke. Spannend, spannend. Ich bin hier ja in den Ort gefahren und dachte mir, mein Gott, wo bin ich denn hier? Und jetzt kannst du mir das mal erklären. Der Ort heißt Herbrechtingen? Herbrechtingen, ja, tatsächlich. Ich bin kein Eingeborener. Ich weiß aber nur aus der Historie, manche Leute, die sagen Herbrechtingen, andere Herbrechtingen. Ja. Also das kann man dann am Ende auch so halten, okay, wie man möchte. Ja. Und jetzt sind wir hier bei der Firma Ratgeber, richtig? Genau. Und da gibt es eine ganze Menge Marken und du bist wer eigentlich? Was ist deine Aufgabe bei Ratgeber? Also meine Aufgabe jetzt im 27. Jahr mittlerweile bin ich bei der Firma, ja, ist im Prinzip der Vertrieb. Also ich bin hier Vertriebsleiter. Ja. Mhm. Wir machen eine unheimliche Bandbreite an verschiedensten Produkten. Ja. Okay. Auf das können wir später sicherlich noch näher eingehen. Ja. Nur grob angerissen, wir machen immer noch sehr viele Millionen Meter an Rollladengurten. Ja. Millionen Meter, ja. Rollladengurte. Ja, diese Dinger, die man von zu Hause kennt. Genau. Wo man, okay. Die kennt man, ja, in den verschiedensten Breiten, Farben. Ja. Okay. Dann ein Standbein ist die Möbelindustrie. Also wir machen aus der Tradition her elastische Artikel, das sind Gurtbänder oder elastische Gewirke, die für die Federung im Sitz sorgen, für den Komfort schlussendlich. Ja. Im Sichtbereich, also kann man sehen, ja, oder überpolstert. Ja. Okay. Und die weitere Sparte ist dann, wozu dann unsere Produkte gehören, die wir für den Campingbereich haben. Ja, das sind dann sogenannte technische Artikel, ja, die für verschiedenste Industrien. So, da wird sich jetzt der ein oder andere Camper die Frage stellen, ja, Möbel und so Netze und so, was hat denn das jetzt mit Camping zu tun? Dann gibt es aber ein Produkt, nämlich dieses hier, das viele, die diesem Kanal folgen und sich mit Camping beschäftigen, schon mal gesehen haben. Wie bitte seid ihr auf diese Sturmleine gekommen und was hat es mit der eigentlich auf sich? Gut, die Sturmleine hat ein Kollege von mir sich ausgedacht, weil er als leidenschaftlicher Camper gehadert hat mit den Materialien, die es so am Markt zu kaufen gibt, um eben die Markisen oder Zelte zu sichern. Ja. Und da wir natürlich seit vielen Jahrzehnten hier Gurtbänder aller Art produzieren, ja, und entsprechend auch mit Beschlagteilen zu tun haben, hat er sich überlegt, Mensch, wie kann ich mit unseren Gurten da was Besseres zaubern, ja. Okay. Und hat also sich aus der Not heraus gewachsen quasi. Aus der Not heraus tatsächlich gewachsen, weil ihn das geärgert hat, auch was es da so am Markt, ja, genau, für teuer Geld zu kaufen gibt. Ja. Und sich gedacht, nee, das können wir besser. Ja. Und kann da man ist sagen, dann wirklich mit der Sturmleine ein ganz tolles Produkt entstanden. Ja. Toll. Und ich kann sagen, die Resonanz auch seitens der Kundschaft ist unheimlich, unheimlich positiv. Ja. Das kann ich bezeugen, das geht uns ja genauso. Wir haben die ja jetzt seit einer ganzen Weile schon als quasi Aktionsangebot zusammen mit den Waldhelden im Angebot. Und das Feedback ist da wahnsinnig gut, was da kommt. Ne? Also es macht richtig Spaß, da gibt es ganz viele Leute, auch auf dem Campingplatz wird man oft, ja, angesprochen und sagt, Mensch, das Ding ist ja toll. Womit die Geschichte anfing, ist dieses Produkt hier.
das ist unser Keeper. Ja. Der Keeper. Das ist auch unsere eigene Marke. Ja. Mhm. Und der Keeper ist sogar auch patentiert. Ja. Okay. Tatsächlich war damals der Grundgedanke, Mensch, wir haben so schöne elastische Materialien, die in der Regel in der Bürostuhlindustrie, in der Möbelindustrie eingesetzt werden. Ja, wir sitzen, daher kennt man es, genau. Ja, wir sitzen hier zufällig auch drauf. Ja. Grundgedanke bei diesem Set ist, ja, hier mit diesem elastischen Netz, ja, das wird fixiert am Untergrund mit diesen Konsolen. Ja. Dann wird das Netz einfach aufgeklickt, ja, gespannt zur anderen Seite, zuvor noch eine Seite hier mit der Abdeckung fixieren und dann kann man das gut zur anderen Seite spannen. Ja. Mhm. Wenn das montiert ist, steht das Netz unter starker Spannung und drückt dann die Gegenstände gegen den Untergrund. Ja. Und das Tolle an dem System ist, man kann es nicht nur horizontal montieren, sondern auch vertikal. Unterm Tisch zum Beispiel kann man es sehr gut verstauen oder über Kopf. Ja. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Ja. Und wir haben da 4 Standardsets. Überall ist eben eine entsprechende Bohrschablone mit dabei. Die legt man sich auf und dann markiert man sich die Schraubpunkte, die Bohrpunkte. Also kann man gar nichts falsch machen. Ja. Das kann sogar ich, meinst du? Also ich sage spaßeshalber auf der Messe tatsächlich immer, das können sogar Männer montieren. Nicht gut. Ja, prima. Dann sage ich jetzt schon mal vielen, vielen herzlichen Dank. Aber ich bin trotzdem neugierig und würde gerne mal gucken gehen, wie das so aussieht bei euch in der Fabrik. Ja, sehr gerne. Machen wir, oder? Sehr gerne. Gucken wir uns mal an. So einfach aus bei Ihnen, gell? Schlafplätze da ist zur Sicherung, dass die Kinder oder eben erwachsene Leute nicht rausfallen. Wir machen tatsächlich viele Artikel, die sind da, man notiert sie aber nicht, dass man sie da sind. Man benutzt sie ständig, aber sind unauffällig. Ja. Genau. Ja. Faszinierend zu sehen. Ja, wir sind halt da Spezialisten. Ja. Und so kriegen es die Handwerker dann und können es einbaufertig mit zur Baustelle nehmen. Ja. Früher hat man eine 1000 Meter Spule Rollladebürde im Auto gehabt, hat dann 12 Meter abgemessen und sich die Rolle selber gemacht quasi. Heutzutage ist es wesentlich komfortabler für die Leute. Ja. Wilfried, danke schön. Spannend. Also muss ich sagen, das ist ja immer, wenn man so losfährt, macht man sich so seine Gedanken, was erwartet mich da so?
Also erstens, diese Fertigungstiefe hat mich überrascht, dass ihr echt so viel und dass man das hier sehen kann, wie ihr diese, ja, den Keeper da, wie der genäht wird und wie die Kolleginnen das da machen. Total faszinierend. Also wirklich so ein richtiges Made-in-Germany-Produkt, was sich hier jemand ausgedacht hat in Herbrechtingen. Faszinierend. Genau, also ich bedanke mich auch auf alle Fälle für deinen Besuch. War gerne, ganz gerne. Toll. Ja. Und was ich vielleicht noch sage, möchte, es ist durchaus möglich, meine persönliche Meinung, in Deutschland auch so ein Produkt zu produzieren. Ja. Man muss sich gut überlegen, wie und was mache ich. Ja. Man muss natürlich schauen, wie behalte ich die Kosten im Griff. Mhm. Ja. Und man muss vielleicht auch nicht den Anspruch haben, über Nacht damit reich zu werden. Ja, das nicht. Ja. Weil wenn wir das wollten, in Anführungszeichen, dann würde man natürlich mehrheitlich das Produkt irgendwie in Fernost machen lassen, zum gleichen Preis verkaufen und unsere Marge wäre eine andere. Aber klar, so haben wir eben keinesfalls Leute beschäftigt hier, die eben mit Leib und Seele dabei sind. Ihr habt es ja gesehen und die Produkte auch dann mit viel Liebe herstellt. Finde ich schön. Das heißt, da kann ich jetzt, wenn ich mir so einen Keeper kaufe, kann ich erstens selber sogar noch was sparen, wenn ich einen Gutschein verwende und kann trotzdem hier noch ein lokales Unternehmen und Mitarbeiter in Deutschland unterstützen. Genau, das würde uns freuen. Cool. Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Ich würde euch noch empfehlen, hier die Glocke zu aktivieren und ein Like und ein Abo dazulassen. Dann kriegt ihr es nämlich regelmäßig mit. Jede Woche Sonntag um 9 Uhr kommt ein neues Video von mir und da gibt es immer mal wieder auch Aktionen und neue Produkte von vielen Partnern und viele davon sind eben auch hier aus der Region. Und ich finde, das sollte man unterstützen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ich bin raus. Der Marc. Tschüssi.